So einen wunderschönen guten Tag. Hier die Socke ist back auf Aurora. Es ist lange her. Ich werde jetzt gleich beschossen. Oder auch nicht. Scheiße. Also etwas länger her. Aber tatsächlich scheint es auch in echt etwas länger her zu sein, wenn ihr euch hoffentlich schon mal alles angeguckt habt, was es zu Operation Motherland gibt, dann kennt ihr so ein bisschen die Story. Ihr kriegt sie jetzt wahrscheinlich auch gleich nochmal zu sehen. Ich habe das gerade frisch runtergeladen, das Update, und ich fange jetzt auch einfach an zu spielen, ohne irgendwie großartig was dazu zu erzählen. Ich habe, wie gesagt, ich habe es noch nicht gemacht. Das ist jetzt das allererste Mal, dass ich das jetzt mache. Das heißt, für mich ist das im Prinzip neu. Ich habe, ich glaube, ein einziges Video mir jetzt dazu angeguckt. Das heißt, ich gehe davon aus, dass ihr alle wisst, worum es geht, die Geschichte. Die kleine Geschichte wird jetzt gleich erzählt. Ne? Es gibt neue Klassen, neue Waffen und neue Pipifax und Tarnumhang, Anzug, und das wisst ihr dann hoffentlich alle schon. Ich glaube, da muss ich euch nichts zu erzählen. Wir starten jetzt den Conquest, weil natürlich das hier haben wir ja im Prinzip alle schon fertig. Und dann schauen wir mal, was jetzt passiert. Ah ja, gut. Natürlich muss er laden. Ja, sehr schön. Trinke ich nochmal einen Schluck von meinem Kaffee. Könnt ihr auch machen. Los geht's, ne? So, wir haben Aurora befreit. Und 3 Monate später ist alles im Arsch. Nomad, this is Bowman. Been a long time. You probably weren't expecting to go back to Aroa so soon. Let me set the scene. The U.S. Army never landed. Ships have been deployed to blockade the archipelago's perimeter. Every major nation is represented, with fingers on the trigger for whoever dares to claim control over Aroa's technological resources. Sounds like a grand old tropical paradise, doesn't it? The CIA's been covertly working with the Outcasts and their leader Haruhi Ito to declare Aroa a free and autonomous nation. Our solution? We send the Ghost to deal with the inevitable Sentinel resistance that'll arise while leaving no trace of our involvement. You, old friend, will help the Outcasts win their independence. Feel fancy yet? We do this right, and maybe we won't have another motherfucking shit show like Bolivia. Clearing up all that shaved a decade off my already charmed existence. I don't care for a repeat. Operation Motherland will begin the moment you meet up with Ito at the Outcast camp. Good luck. Win Aroa her future. And try not to get killed. So, das heißt, sieht so aus, die haben mich auch schon direkt dahin gedingst. Ja, das gucken wir uns jetzt hier gleich an. Also, was ihr jetzt hier schon seht, bla bla bla, wenn ihr es nicht schon gesehen habt, Aurora ist jetzt in andere Zonen eingeteilt, die wir einnehmen müssen. Es gibt da immer so einen Boss, den müssen wir killen am Ende. Das ist so ähnlich wie bei Wildlands, ne? Ihr müsst die Gegend einnehmen, am Ende den Oberboss killen, dann gehört die Region uns und wir sind eine Stufe weitergekommen. Es gibt so ein paar nette Gimmicks, dass die Bosse oder die Region jeweils für gewisse Sachen zuständig sind. Zum Beispiel für, was weiß ich, wenn ihr eine Region komplett eingenommen habt, dann gibt es weniger Gegner, bei anderen gibt es dann weniger Drohnen und bei irgendwelchen anderen kommen mehr von diesen Outcasts. So, diese Outcasts, und jetzt wird's witzig und vielleicht ein bisschen. Also ich hoffe, ich ärgere mich nicht am Ende. Also wenn ihr Wildlands gespielt habt, dann kennt ihr jetzt, wie gesagt, dann kennt ihr dieses System mit den Regionen und dann am Ende diesen Oberboss killen und dann gehört die Region uns. Was ihr dann aber auch kennt von Wildlands, wenn ihr Wildlands durchgespielt habt, ist, dass ihr die Rebellen bei Wildlands als Unterstützung bekommt irgendwann.
so wie wir hier, dann quasi die Outcasts als Unterstützung bekommen, die sich dann aber dummerweise, also jetzt nicht bei Breakpoint, bei Wildlands, gehen die Rebellen dann plötzlich auf die andere Seite und dann sind es plötzlich alle, die wir am Anfang unterstützt haben, sind unsere Gegner ganz am Schluss erst. Ich hoffe, das ist dann hier nicht auch so, das wäre dann schon ziemlich sehr viel Kopie. Aber es gibt ein paar tolle Sachen und wir probieren jetzt mal dieses hier. Das ist nämlich dieses Weapon Mastery. Das ist relativ neu. Da können wir unsere Skillpunkte verbraten. Ich habe jetzt 85 Skillpunkte noch übrig, die, naja, die halt einfach zu viel sind. Und ich kann jetzt hier upgraden die Accuracy, das Handling oder die Mobility. Und ich kann hier mehrere Slots füllen. Und da ich ganz viel mit DMAs spiele, das ihr wisst, werde ich die DMAs upgraden, jeweils einmal. Und ich habe mir vorgenommen, nicht mit Assault Rifles zu spielen, sondern mit den kleinen hier, mit den Maschinenpistolen. Da habe ich nicht ganz viel Spaß gehabt letztens. Und jetzt muss ich halt gucken, ob ich vielleicht noch was für die Pistole mache. Aber die ist eigentlich schon eh so. Ah, das ist eh schon der böseste Notfall, den es so geben kann. Ja, die gehen ganz schön schnell weg, die Punkte. Vielleicht mache ich jetzt noch ein bisschen was fürs Snipen oder für die Pistole, ne? Dann hat sich das auch schon fast erledigt. So, jetzt habe ich das einfach mal so abgegradet. Ich kann dann natürlich jetzt noch mehr. Es gibt noch 275 Skillpunkte, die ich finden kann, mit denen ich dann wahrscheinlich hier vielleicht von diesen 7 Slots vielleicht 3 upgraden kann. Wer weiß das schon so genau. Eigentlich ist Handling Quatsch. Ne? Kann ich das wieder, das kann ich wieder resetten. Weil Handling für ein Sniper-Gewehr ist wurscht. Und auch Mobility ist relativ wurscht, weil wenn ich snipe, dann bin ich am Snipen. Dann habe ich jetzt noch 5 Punkte, die kann ich aber jetzt hier nicht draufpacken, weil. Doch, kann ich. Super gut. So, dann mache ich da mehr Accuracy. Das ist doch viel, viel wichtiger als alles andere. Nun egal, ich muss jetzt wahrscheinlich mal ja, meine Kollegen wieder aktivieren. Und die sehen so aus, wie sie aussehen. Vielleicht. Customize Teammates und ich kann nicht die doch, kann ich die nicht alle so machen, dass sie aussehen wie ich? Copy Nomads Look, aber tatsächlich war das bei Fury so. Fury soll halt mal so aussehen wie ich, so, dann eigentlich können die alle so aussehen wie ich. So. Gut, das ist jetzt geht nur um Pipifax. So, es gibt wahrscheinlich irgendwie einen neuen Krempel. Aber ich sehe jetzt hier nicht, dass was Neues ist. Das machen wir irgendwann anderes, das wisst ihr vielleicht besser. Was es aber wohl gibt, da muss ich jetzt mal gucken. Wie kommt man denn in den Shop? Komme ich wahrscheinlich nur in Biwak rein oder kann ich das hier irgendwie? Muss ich in Biwak gehen? Machen wir später. Ich muss auch natürlich hier, das muss ich, möchte ich nochmal ändern, weil ich jetzt. Und jetzt wird es nämlich spannend. So. Die Ghost Experience Parameters. So. Tactical. So, da ist es nämlich so, ich bin ja jetzt wieder der Held. Ne? So. Das heißt, ich kann mich auch. Ich denke, ich kann mich auch so ein bisschen jetzt wieder wie ein Held benehmen. So. Das heißt, ich mache das jetzt wieder. Ach Gott, ich finde ja auch das hier, finde ich auch echt super ätzend, ne? So, dass man hier, wenn man das Spiel schon etwas öfter gespielt hat und etwas länger gespielt hat, ne, da hat man Arsch voll an Waffen freigeschaltet. Und das Navigieren zu den Waffen, die man jetzt eigentlich haben will, ist echt nicht leicht. Okay, ich muss, Biwak muss ich natürlich sein. Und den habe ich jetzt hier nicht. Jetzt muss ich vielleicht auch einfach mal ganz kurz hier hochgehen, weil hier ist ja einer. Bowman, it's Nomad. Got in. Surprisingly, I missed this place. Over. Great to be working with you again, Nomad. Good times. New day, same old shit.
Stay undetected while you make your way to Ito and the outcasts. Liberation should be easy with Sentinel and the Wolves leaderless and exhausted. The good news is, building an independent Aroa will be a breeze now that all parties have given the green light, including Skell's blessing. The only condition Ito gave to the CIA was that you be involved with the transition. Be discreet. U.S. forces cannot be seen on Aroan soil. Great to be back in action, Bowman. The outcast main base is nearby. Do a recon before heading to the base. There's an observation point just in front of you. That way you can better plan your approach. Okay, jetzt machen wir hier erstmal, gehen wir nochmal kurz hier rein, dann machen wir weiter. Ich, ja. Skip, skip, skip. Skibidi-dip-bibi. So, jetzt, muss ich gucken. Jetzt, Weapon Change. So, jetzt machen wir den ganzen Krempel noch einmal. So. So, das war jetzt super schnell. So, und pass auf. Und also da würde ich mir echt so ein Blättern wünschen oder so, dass man die vielleicht, dass man da direkt hinflutschen kann. Das heißt, wenn ich hier schon so, gibt wohl noch so eine Neuerung. Ist das hier auch? Nee, ich glaube hier nicht. Es gibt Waffen, da kann man den Bipod dran setzen. Unten Griff. Das habe ich jetzt hier nicht. So, aber vielleicht können wir jetzt in den Shop gehen und mal gucken, was es hier an Waffen gibt. Ne, da muss ich hier hingehen. Ne? So, das sind die neuen Waffen, die ich jetzt noch nicht habe. Und das hier ist natürlich ein Traumgerät. Ne? Und die sind doch ziemlich teuer, wenn man sich so überlegt, was ich jetzt hier gerade an Geld noch übrig habe. Und ich wüsste jetzt tatsächlich nicht, welche ich mir jetzt hier aussuchen würde. Natürlich wäre das hier so ganz toll. Ich warte einfach mal, bis ich ein bisschen mehr Kohle auf Tasche habe. Und dann hole ich mir die. Könnte natürlich auch irgendwas verkaufen, aber das so ein Krempel brauche ich nicht verkaufen. Also ich muss einfach sammeln, sammeln, sammeln. So, das war es jetzt, glaube ich. Mehr wollte ich, glaube ich, gar nicht. Wir haben den Shop gesehen, wir haben das alles gesehen. Dann kann ich jetzt wieder raus. Ja, wir können jetzt rausgehen. So, dann bin ich jetzt auch wieder voll in Action und habe wieder meine Lieblingsgewehr hier und muss jetzt zu diesem Aussichtspunkt hin. Den kennen wir ja nun auch. Das ist da, wo ich immer runterfalle, wenn ich Fallschirm springe. Und von da aus. Shit. I'm at the observation point. The outcast camp's been attacked. A lot of dead. The place is still crawling with enemies. Fucking Sentinel. Continue the recon without leaving the observation point. You can't reveal your presence. Okay, we need to find Ito. So, also ich soll jetzt hier mal durchgucken. Ah, guck mal hier. Das hier ist das wahrscheinlich das Symbol für Typen, die diesen Tarnumhang haben. Das ist so dieser Breacher-Fuzzi. Und das sind wahrscheinlich diese normalen Soldaten. Was sagt denn hier das Vision-Ding? Putting my night goggles on. Okay, ich bin ein bisschen zu weit weg wahrscheinlich. Dann müssen wir mal mit der Drohne dahin fliegen. Hui. Dürfen nicht entdeckt werden, natürlich. Also hier ist schon mal Intel in dem Häuschen, ist klar. Das ist ja auch das Ito-Häuschen. Kann ich ja schon so ein bisschen sehen. Muss ich das noch irgendwie scannen oder was? Da. Ich muss diese Punkte einmal abscannen wahrscheinlich. Dead outcasts. This was a cruel attack with a lot of casualties. Oh, guck mal hier, das sind sogar drei. Die, ach, seht ihr? Jesus. That soldier is near invisible. Last time I saw this was in Bolivia. They're a real complication. But you should be able to see them using thermal vision. Ja, aber man sieht die mit Thermal. Aber auch nur schwächer. Achso, das hier ist Thermal, so.
bisschen schwächer mit diesem komischen Pathfinder-Ding sieht man sie auch, aber auch nicht besonders gut. Was natürlich pfiffig ist vom Spiel her, dass man sie auch nicht markieren kann oder dass sie sich nicht markieren. Das macht natürlich auch ein bisschen Sinn, würde ich sagen. That's a Bodark uniform. I thought Bukharov was the last of them. Interesting. Russia must have gathered rogue Bodarks for Black Ops. This situation's new and dangerous. So, da Wildlands mein erstes Breakpoint, mein erstes Ghost Recon war, kenne ich diese Geschichte mit den Bodarks nicht wirklich. Achso, das muss ich auch noch scannen. Ito's place is surrounded by bodies. It was the epicenter of the fight. They must have come to capture Ito. Did you find Ito? She's not here. If they got her or too many outcasts die, conquest will be impossible. It's looking more and more like Operation Motherland is compromised. I gotta find Ito. I can't let her down. Fine, but if Ito is dead, you have to escape Aroa before it falls. And if she's alive? We'll have to wait and see. First, secure the outcast camp. It's the only way to find intel on what happened to Ito. Copy. Nomad out. So, sprich, na. Also so schnell lassen wir uns natürlich jetzt hier nicht, mal sehen, kann ich hier schon runterspringen? Okay, ich bin noch nicht so weit. Leute, 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 Leute. So, es gibt hier natürlich jetzt unglaublich viel, aber jetzt meine Mission ist hier runter zu gehen und das Camp hier klar zu machen. So, also logisch. Jetzt frage ich mich hier. Also diese Manie, volle Pulle einfach runterzufallen, anstatt einfach mal stehen zu bleiben, hat sie nicht abgelegt. Ich hatte immer gehofft, dass dieses Spiel sich hier ein bisschen entwickelt zum Guten. Dass man vielleicht nicht hier ja. On alert. We got bad guys close by. So. Hatte ich mich nicht geheilt, dachte ich. So. Oh, das ist natürlich schlecht. Ich habe gar nicht mehr so viele davon. Aber von denen habe ich noch. So. So, ich muss jetzt ein klein wenig aufpassen. Okay, ich komme hier nicht raus. Das finde ich auch gut. Das war jetzt nicht unbedingt so geplant, wie ich das natürlich eben gemacht habe, aber das kennen wir ja. The good soldiers, no doubt, not as good as us, but still able to hold the ground. Okay, da sind da noch welche drin. Quiet and calm. I killed the mansion. So, wir versuchen das jetzt mal ein bisschen schöner zu machen, indem wir vielleicht wirklich so ein bisschen. Kann ich die markieren? Nee. Ah, siehst du, ich kann die markieren, aber die nicht. Copy, Boss. Moving there. On your go, Ghost Lead. The Russia should have appreciated our forces if they had the chance. Now they'll just suck. That's all. That's it. Got him. Solid work.
Vielleicht gehe ich so hier rum und von hinten. Hoppala, Entschuldigung. Ich bin jetzt schon hier, das ist natürlich schon bescheuert. I'll show you the area. That's okay. Moving to position. Roger. Getting in position. Moving to the target. Ready, boss. Check it out, Ghost Lead. Yeah, we're good now. Nice shooting. Ich fürchte, das war jetzt gerade ganz wichtig, weil die so ein klein wenig zu nah an diesen Hubschrauber kamen, wo ja auch schon so ein paar Typen waren. Ich hätte ja wetten können, dass ich ja Einzelschuss war, aber gut. Ist jetzt ja auch nicht so schlecht. Die haben mich auf jeden Fall relativ schnell gesehen, muss ich sagen. Da muss man vielleicht jetzt ein bisschen besser aufpassen. Vielleicht ein bisschen mehr. Maneuvering to the target. Roger that. Moving now. Ready, Ghostly. Target identified. Enemy target locked. Copy that. Activating light. Should have their done. Good hits. Activating night vision goggles. So, jetzt fehlt uns noch der Typ, der hier drin ist, außer ich habe irgendwelche Typen übersehen. That was the last of them. Putting on that vision. So. Es gibt natürlich neue Waffen hier, die generiere ich jetzt mal ganz kurz. Ich guck mal, was hier sonst noch so rumfliegt. Das war ja immer ganz guter Loot hier. Und wir wissen, dass ich Geld brauche für die ganzen tollen Waffen. Das heißt, wenn ich das ganze, die ganzen Waffen kaufen will, muss ich ganz viel Geld sammeln. Ich will nichts. Also baue ich die auseinander. Nun gut, dann gehen wir jetzt mal hier rein, gucken uns das Intel an. Und dann lasse ich das für diese Mission mal gut sein. Dann würde ich mich dann später nochmal melden, wahrscheinlich. Bis dahin. Okay, ich bin auf jeden Fall hier. Bowman, this is Nomad. The outcast camp is secure. No trace of Ito, dead or alive. We'll proceed with caution, but if Ito is dead, the only option will be for us to retreat. Your main objective is to conquer the region and save Ito. Start striking at the boat arcs you find. It's clear that they've invaded the island. And they are our most pressing obstacles. There are several destabilization missions to support the primary objective. You can attack and destroy some Bodark VHC to reduce the Bodark's drone presence in the region. There's also a prison where captured outcasts have been gathered. If you free them, you might get intel on Ito, and simultaneously have possible reinforcements when the time comes to claim the region. Besides, the Bodarks unsurprisingly control the parliament.
Securing the Bodart checkpoint adjacent to it should encourage the outcast to unite once and for all and push them to fight. I'm on it. Nomad out. Nun gut. Also, sprich, wir müssen Ito finden. Ito ist natürlich nicht mehr da. So. Also, ich muss die Sparkle-Region unlocken quasi. Also übernehmen und dann geht die nächste Mission weiter. Das habe ich schon fast gedacht. Destabilisierungsmission muss ich ausführen. Das kennen wir so ein bisschen von Wildlands. Also immer mal irgendwelche Missionen ausführen und dann wird man halt immer besser und macht dann irgendwann ist man halt beim Boss der Region und nimmt die Region ein. So, natürlich klar, alle Missionen machen, dann wird alles besser. Logisch. So, und hier sehen wir dann wie immer die Mission angucken, dann sehen wir, was das für eine Mission ist. Und dann können wir das pinnen und ausführen. So, also. Enemy Vehicles destroyen. Ja. Take back Liberty City muss ich wahrscheinlich dann einnehmen. Ja, da gibt es dann drei Punkte, die ich machen muss. Hier ist VIPs extrahieren. Das ist natürlich, es hört sich jetzt etwas einfach an, so wie ich mir das so wie ich mir das anhören konnte oder angucken konnte, scheint das mit der Präsenz der Gegner ein bisschen intensiver zu sein. Also ist es vielleicht nicht ganz so leicht, wie man sich das so vorstellt. Nichtsdestotrotz gibt es jetzt nochmal hier mehr Pipifax. Das ist ja natürlich auch immer so ein klein wenig. Seht ihr mal, es gibt hier so einen riesen Schmetterling. Der auch jetzt tot ist, aber nicht runterfällt. Aber auch das muss man mal gesehen haben. Jetzt sammle ich nochmal das Collectible hier ein. Da ist noch ein Schmetterling. Was passiert mit dem? Der hört auf jeden Fall auch auf, sich zu bewegen. Finde ich ja lustig, da ist noch einer. Naja, gut. Genug des Wildlife hier geschändet. So, noch mehr Zeug. Leute. Sowas könnte auch mal ganz oben sein. Weißt du, das, was man neu findet, kann man doch auch nach oben setzen. So, als neu. Ne? Ja, wer die Bodax kennt, kennt die Bodax. Ja, okay, die kämpft für den Frieden. So, das brauchen wir nicht. Für die Freiheit und den Frieden auf Aurora, das braucht man nicht, sich weiter anzugucken. Ich glaube, das ist super alt. Ja. Egal. So sieht's aus. So weit ist es. Jetzt haben wir neue Aufgaben. Und zwar sind die neuen Aufgaben die, dass wir uns jetzt irgendwo hier hinbegeben müssen, um diese Missionen zu erfüllen. So, und da muss man sich natürlich mal überlegen. Extrahieren und eskortieren ist natürlich wieder so überhaupt nicht das, was ich gerne mache. Aber es scheint hier auch wieder neue Punkte zu geben, neue Orte. Ich sehe schon wieder so ein Fragezeichen, habe ich sonst, kann neu sein. Ich habe ja sonst schon relativ viel gesehen auf dieser Insel. Aber gut, dann müssen wir hier Sparkle, die Region Sparkle oder so, das klar machen. Und dann gibt es dann hier die anders, bla bla bla. Das machen wir das nächste Mal, wenn es wieder heißt, die Socke ist back auf Aurora. Ich hoffe, ihr fandet das supidupi toll. Und dann könnt ihr das Video mal liken und den Kanal abonnieren. Und dann sehen wir uns später wieder, wenn es heißt, die Socke ist back auf Aurora. Und bis dahin, bitte tut, was ihr nicht lassen könnt. Ciao, eure Socke.